Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute mal um das Thema Arbeitssicherheit. Und bevor jetzt hier der eine oder andere wegklickt und sich denkt, ah, das ist doch irgendwie langweilig, bürokratisch, das brauche ich nicht oder so. Wir machen das heute wirklich ganz praxisbezogen und ich habe einen absoluten Experten hier, der sich mit dem Thema wahrscheinlich besser auskennt als die allermeisten anderen. Alleine wenn man seine LinkedIn-Biografie sich anschaut, dann sieht man schon extrem viele Doktortitel. Er ist, glaube ich, nebenbei auch noch am Gericht tätig und wir werden heute mal wirklich so praxisbezogen darüber sprechen, was man eigentlich in dem Bereich machen muss, was man nicht machen darf und wie es eben entsprechend auch so um ihn bestellt ist, wo er so herkommt. Freue mich auf jeden Fall drauf, wird super spannend. Donato Muro ist heute hier bei mir. Grüß dich erstmal. Hi Ruben, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du mal hier bist. Du bist auch der erste Mensch mit einer Sicherheitsweste hier im Studio. Ich fühle mich auf jeden Fall direkt viel, viel sicherer. Das ist ja die Vorbildfunktion halt auch. Ne? Ja, absolut, absolut. Das musst du so ein paar Pylonen hier aufstellen an den Stativen. Oder die haben wir im Fahrzeug tatsächlich mit. Ja, okay. Ja, besser ist das. Man weiß nie, wofür man die braucht. Genau. Aber vielleicht mal Spaß beiseite. So, wir sind ja eigentlich ein super digitales Unternehmen. Das heißt, hier gibt es vielleicht ein Kabel, wo man drüber fallen kann, aber oder eine Moderationskarte, wo ich mich dran schneiden könnte. Aber eigentlich muss ich mich doch mit Arbeitssicherheit gar nicht groß beschäftigen, oder? Weil es ist ja, ich bin ja quasi, ne, also auf dem Bau und so weiter, da ist es ja klar, dass man sich damit beschäftigen muss. Aber wie ist das bei digitalen Unternehmen? Also muss man sich da überhaupt groß mit dem Thema beschäftigen? Ist das überhaupt relevant? Also groß nicht relevant ist es, sobald der erste Angestellte da ist, hat man halt verschiedene Verpflichtungen. Jetzt wird es wieder super langweilig, weil der Gesetzgeber sagt, ist aber halt so. Um es mal kurz zu fassen, sobald man Freiberufler ist, alleine halt kämpft, ist alles schick. Sobald man den ersten Angestellten hat, muss man halt auch bei Büros, Verwaltungen, auch bei Digitalagenturen schon ein bisschen was machen. Also der Grundsatz sollte immer sein, ich muss halt dafür sorgen, dass niemand krank wird oder sich niemand verletzt. Ja. Und das darf nicht vom Glück abhängen. Haben wir heute Sonnenschein, wird halt keiner krank. Haben wir heute Winter, verletzt sich jemand. Und das muss halt geplant werden. Es muss ein bisschen organisiert werden. Und was halt immer gut ist, ist, wenn man das dokumentiert. Dafür gibt es dann diese Gefährdungsbeurteilung. Und wenn man sich ein paar Kleinigkeiten hält, dann ist man auch auf der rechtssicheren Seite, auch wenn es zum Unfall kommt. Und wenn man sich halt im Vorfeld kümmert, wir sind ja Präventionsexperten, dann kann man auch nachweislich halt sagen, wir haben uns gekümmert und die Zahlen sprechen dafür. Alles, was man in die Prävention steckt, hat auch einen Return of Invest tatsächlich. Ja. Und deswegen macht es Sinn, dass wir alle einfach Arbeitsschutz betreiben. Und das ist ja auch was mit der Mitarbeiterwertschätzung, wenn die Führungskräfte sich überlegen, was können wir tun, damit Leute nicht krank werden. Also beim Sitzen ist die Ergonomie, auf dem Weg zur Arbeit ist es halt der Wegeunfall oder halt auch die sozialen Beziehungen im Team, sind ja alles Faktoren, die dazu führen, wie wohl fühle ich mich eigentlich hier. Ja. Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch, das unterschätzen auch ganz viele. Aber wenn mal wirklich ein Unfall am Arbeitsplatz passiert, dann ist das natürlich, also dann fällt die eine Person oder die zwei Personen aus, die der Unfall betrifft. Aber das belastet ja auch das gesamte restliche Team. Also da ist ja wochenlang kein ordentlicher Betrieb mehr denkbar dann. Ja. Also das kann wirklich ganz, ganz starke Konsequenzen haben. Du bist ja in vielen Betrieben unterwegs, schaust dir das entsprechend an, auch präventiv, aber auch tatsächlich, wenn es dann zu spät war quasi. Du bist als Sicherheitsingenieur, ich glaube, du bist auch Richter, kann das sein? Genau. Ich bin Ehrenrichter am Arbeitsgericht Düsseldorf. Ja. Genau, dann hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen derartigen Fall. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erzählen, nochmal wirklich mal praxisbezogen. Mhm. Was sind so Situationen oder Fälle, die du schon erlebt hast, wo man vielleicht gar nicht dran denkt als Arbeitgeber, wo man dann plötzlich doch zur Verantwortung gezogen wird, weil einfach der Gesetzgeber hingeht und sagt so, hier hast du einen Fehler gemacht und jetzt hat dein Mitarbeiter quasi einen Bandscheibenvorfall, du bist dafür verantwortlich oder der hat einen Burnout, du bist dafür verantwortlich. Mhm. Also für was wird man in der Praxis da so zur Rechenschaft gezogen quasi? Wie du sagtest, das ist tatsächlich so in Deutschland so geregelt. Das heißt, ich vergleiche es immer mit der Frage, hast du Kinder? Wenn dann die Leute sagen, ja, genauso wie du für deine Kinder in der Haftung bist, bist du auch für die Gesundheit deiner Angestellten halt verantwortlich tatsächlich. Nimm mal ein ganz doofes Beispiel, was auch hier passieren könnte. Ihr habt ja irgendwie einen Stuhl oder so einen kleinen Elefantenfuß, wollt einen Aktenordner aus dem hochgelegenen Regal holen. Mhm. Dabei rutscht man aus, man fällt nach hinten. Dann hast du eben gesagt, dann ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin halt 3 Wochen weg. Allein das ist ja schon doof, wenn wir haben eh zu wenig Personal, wenn dann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weg ist. Dann geht's aber weiter. Dann meldet man das ja, dann geht man ja zum Arzt, dann sagt man halt, ja, war ein Arbeitsunfall. Dann wird die BG oder eine andere Behörde gegebenenfalls hier aufschlagen und dann wollen die sagen, haben sie eigentlich die notwendigen Dokumente gemacht? Ja. Wenn man jetzt Nein sagt, dann ist das halt, ja, man gibt ja zu, dass man nichts gemacht hat und das ist nicht in Ordnung. Dann wird halt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, kommt dann die Krankenhausrechnung oder die Heilbehandlungskosten,
die Berufsgenossenschaft eigentlich übernehmen würde, kommt dann wieder an den Geschäftsführer oder an die Geschäftsführerin. Das heißt, du hast halt nicht nur das persönliche Leid, den Arbeitsausfall, du hast nachher auch noch eine finanzielle Belastung, einfach nur, weil du gesagt hast, ich habe nichts gemacht und kann auch nicht nachweisen, dass ich irgendwas präventiv gemacht habe. Ja, ja. Also man muss letzten Endes so, wie kann so eine präventive Vorbeugung quasi aussehen? Muss ich einen Workshop machen oder reicht es, wenn ich zum Beispiel meinen Mitarbeitern so eine Checkliste gebe, 10 Dinge, die man im Büro nicht tun darf und die müssen das dann abhaken? Oder was gibt es da für Möglichkeiten, um sowas dann nachweisen zu können, ja letzten Endes vor allen Dingen? Ja, Checklisten verführen ja halt immer dazu, check, 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 fertig und nichts gelesen halt. Es ist aber tatsächlich ganz, ganz einfach. Es gibt drei wichtige Sachen. Man muss nicht mehr tun, man sollte aber auf gar keinen Fall weniger tun. Das ist erstens die jährliche Unterweisung. Das heißt, du nimmst dir alle deine Schäfchen, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und erklärst denen, wo die Gefährdungen an dem Job liegen. Ergonomie, Stolpern, Stürzen, Rutschen, Wegeunfälle, sowas halt. Dann gibt es eine Betriebsanweisung, das ist so ein One-Pager, den muss man erstellen für alle Betriebsmittel, für Gefahrstoffe. Und das war es auch schon im Büro und Verwaltung. Und Dreh- und Angelpunkt ist nachher die Gefährdungsbeurteilung, wie sie halt heißt. Da helfen wir den Leuten auch beim Erstellen. Wir dürfen sie nicht erstellen für die Firmen. Deswegen können wir halt immer nur beraten und immer dabei halt assistieren und helfen. Und in der Gefährdungsbeurteilung, da wird dann halt drinstehen, welche Gefährdungen haben wir, was tun wir dagegen. Und da kann man auch dokumentieren, wann haben wir denn die Gefährdungsbeurteilung angepackt, welche Maßnahmen haben wir umgesetzt. Und wenn man diese drei Sachen hat, nicht mehr, dann ist man schon tatsächlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Man ist hier präventiv unterwegs und man kann es auch vor allem nachweisen. Okay, okay. Also man sieht vor allen Dingen, am Ende des Tages gibt es ja nichtsdestotrotz immer noch auch in Betrieben Leute, die sich trotzdem auf Drehstühle stellen, um Aktenordner irgendwo rauszufischen. Aber immerhin als Arbeitgeber, als Inhaber ist man dann an der Stelle erstmal auf der sicheren Seite, weil man es ja wirklich ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass man das eben nicht machen sollte. Wie ist das eigentlich, jetzt nur vielleicht einmal ganz kurz, soweit ich weiß, wenn etwas passiert und man hat da gar nicht vorgesorgt, also natürlich A, Krankenhausrechnungen können ja unfassbar teuer sein, absolut. Je nachdem. Und auch die Spätfolgen vielleicht. Ja, das eventuell eben auch noch. Und auch das Thema, ich weiß gar nicht, wie das ist da mit Privathaftung. Also ich glaube, da schützt die GmbH dich gar nicht unbedingt vor. Nee, die GmbH schützt sich halt immer nur bei allen Wehwehchen, aber generell juristische Person oder persönlich halt grob fahrlässig oder vorsätzlich ist halt nie, kannst du halt nie absichern. Da schützt dich die GmbH nicht vor, da schützt dich aber auch keine Versicherung vor. Ja. Und wenn du halt keinen präventiven Arbeitsschutz betreibst, das ist automatisch mal grob fahrlässig. Das wird auch jeder Richter oder jede Richterin so vorstellen. Dann kommt die analoge Frage, haben Sie Steuern bezahlt? Ja. Dann sagen die Leute immer, ja klar, zahle ich halt Steuern. Warum? Ja, habe ich halt so gelernt. Und wenn du halt Unternehmer bist oder Unternehmerin, dann gehört der Arbeitsschutz genauso wie der Finanzberater oder der Steuerberater einfach dazu. Ja, ja. Wie ist das denn eigentlich, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück, jetzt die Situation, also man merkt schon, okay, das ist schon ein ernstes Thema, aber auch ein sehr wichtiges Thema und natürlich auch ein Thema, mit dem man auch nachher Personalmarketing zum Beispiel betreiben kann, kommen wir noch so ein bisschen drauf. Aber vielleicht vorher so ganz kurz die Frage, jetzt habe ich meine Checkliste gemacht, meine Videos gemacht oder was auch immer, habe meine Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass man im Treppenhaus nicht rennt und nicht auf Drehstühle klettert und so weiter. Jetzt machen sie es trotzdem. Welche Möglichkeiten oder Erfahrungen hast du denn gesammelt, um die irgendwie dazu zu bringen, dass sie sich auch entsprechend dran verhalten, also dass sie sich an diese Regeln auch halten? Weil das gibt es eben immer wieder ja trotzdem, dass sie einfach sagen, ach komm, ja, das geht jetzt gerade oder ist jetzt nicht so schlimm oder was auch immer. Was gibt es da für Möglichkeiten oder wie löst man das? Oder hat man dann einfach, sagt man einfach, ja gut, auf dem Papier bin ich nicht schuld, also ist es egal quasi. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, jemand checkt immer wieder auf den Drehstuhl und dann sagt man halt, oder man toleriert das als Vorgesetzter, wenn es dann zum Unfall kommt, dann werden ja auch alle anderen sagen, das ist bekannt, dass er oder sie das gemacht hat und der Chef hat halt dauernd weggeschaut. Dann ist man immer noch in der Haftung, denn man muss halt was aktiv unternehmen gegen Gefährdungen. Wenn wir dann zur Frage kommen, was kann man dagegen tun? Ich fange mal so an, was sollte man nicht dagegen tun? Also erstens, wegschauen ist halt keine Option. Und meckern ist auch keine Option. Das kennen wir alle aus dem Straßenverkehr, wenn ein Blitzer kommt. Wir möchten eigentlich nicht 30 fahren in der 30er-Zone, sondern wir möchten halt 35 fahren, möchten aber nicht geblitzt werden. Das heißt, meckern bringt nichts, denn ich werde halt einfach nur dem Meckern aus dem Weg gehen. Ich werde aber mein Verhalten nicht ändern, wenn man mich ausmeckert. Ich sehe den Chef, der kommt, dann benehme ich mich halt. Wenn er wieder weg ist, dann stelle ich mich aber wieder auf den Drehstuhl, weil das oftmals die komfortabelste Methode ist, um etwas zu erreichen.
Plus die Erfahrung, es ist ja noch nie was passiert, ist also keine Verhaltensänderung. Das einzig Nachhaltige, wie du mit Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen umgehen kannst, um die dann zu bewegen, dass sie eine Verhaltensänderung wirklich halt adaptieren oder auch umsetzen, geht rein über die positive Verstärkung. Das heißt, wenn ich weiß, der Herr Schäfer macht halt immer seinen Job gut, er macht nicht solche Faxen, dann sage ich hier, das haben sie gut gemacht. Also ich zeige halt die Wertschätzung über ein Lob oder halt über kleine Aufmerksamkeiten. Ich fördere das Verhalten, was ich eigentlich möchte. Und der andere gegenüber sagt dann, oh, ich möchte aber auch gelobt werden. Das geben wir Deutschen aber nicht zu, weil wir keine Lobkultur haben. Irgendwo wünschen wir uns aber auch ein Lob halt. Dann sagt er, okay, der Kollege wird halt gelobt, der Herr Müller von mir aus halt. Und ich möchte aber auch das Lob insbesondere haben oder auch insgeheim. Deswegen werde ich dann mein Verhalten anpassen. Das kann man immer nur machen bei so kleinen Wehwehchen, wie nicht auf den Bürostuhl steigen, die Brille anziehen. Es gibt aber Sachen wie zum Beispiel Rauchen in einem hochexplosiven Lager. Dann hört es auch mit der positiven Bestärkung. Yeah. Hier müssen wir zwangsläufig wieder zur Bestrafungsmethode kommen, wie zum Beispiel der Kündigung. Die positive Bestärkung klappt bei 95%, aber bei richtig heftigen Sachen mit einem sehr hohen Schadensausmaß, da muss man das wieder dann ein bisschen begradigen und wieder in die Bestrafungsmethode leider zurückkommen. Ja, ja, gut, klar. Also wenn jetzt quasi jede Sekunde da die ganze Hütte in die Luft fliegt, dann ist nicht so viel Zeit zum Loben. Genau, an der genau, Stelle. Das klar. Ist das halt. Also soweit, es ist ja ein super wichtiges Thema und man merkt auch, du brennst wirklich dafür und bist wahrscheinlich, also es ist ja wirklich so, wenn man sich dein LinkedIn-Profil mal anguckt, werden wir vielleicht auch hier drunter verlinken, so du hast ganz viele Ausbildungen als Richter, mehrere Masterabschlüsse, glaube ich, ne? Und hast dich da super reingefuchst, man hat so ein bisschen das Gefühl, du lebst quasi für Arbeitssicherheit. Ist das so? Wie siehst du da so deine Rolle? Wie definierst du quasi dich in der Situation? Warum bist du so? Gute Frage, fragt meine Frau auch immer. Aber wir fangen mal nach der Reihenfolge an. Ich habe halt alle Weiterbildungen besucht, die es halt gibt in dem Bereich für Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz, einfach nur, weil ich halt sage, das ist ein hochkomplexes Thema halt. Das bringt nichts, wenn du halt Regeln kennst und niemand hält sich an diese Regeln. Deswegen, das ist immer noch ein People-Business, auch wenn wir Ingenieure sind am Ende des Tages. Wir arbeiten ja am Menschen und Menschen sind halt nicht wie eine Maschine vorhersehbar oder auch sogar einstellbar. Deswegen war es halt schon immer mein Wunsch gewesen, dass ich halt wirklich aus der frühesten Kindheit schon wollte, war mein Ziel Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz, weil es halt ein schönes Paket ist, was auch gut zusammenpasst. Und was mich halt motiviert, ist halt, dass ich halt der ernsten Überzeugung bin, dass wenn ich einen guten Job mache, dass der Arzt dann nicht kommen muss. Also rein statistisch gesehen halt. Und deswegen ist es halt kein Beruf, das ist eher Berufung. Und das kennst du eventuell, deswegen macht man gerne mal die ein oder andere Überstunde auch mehr. Und das ist halt ein angenehmes Thema halt tatsächlich. Ja. Ja, du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen, dieses Thema, der Arzt kommt nicht, sodass es für das Team gut, für den Teamzusammenhalt, vielleicht auch fürs Recruiting. Hast du da mal so ein paar Praxisfälle oder wie nutzt man sowas vielleicht auch? Also wie nutzen deine Kunden das vielleicht auch, um ihren Mitarbeitern und auch potenziell neuen Fachkräften zu zeigen, dass man bei ihnen eben quasi in Sicherheit ist, im wahrsten Sinne des Wortes. So, was habt ihr da schon für Geschichten mitgemacht, damit das entsprechend funktioniert hat? Wir betreuen ja auch viele gefährliche Arbeitsplätze, würde ich mal sagen, in Anführungszeichen. Da gibt es ganz oft Mitarbeiter, die halt wirklich Angst haben vor diesen Arbeiten. Wenn wir zum Beispiel arbeiten mit Gefahrstoffen oder mit Asbest. Ich erkläre denen aber auch, wie die dann ihre Maßnahmen einleiten müssen oder auch umsetzen müssen. Man kann auch an gefährlichen Arbeitsplätzen arbeiten, ohne ein Risiko zu haben. Man muss aber halt einfach wirklich sich an ein paar Grundregeln halten und diese auch sorgfältig machen. So kann man dann auch sagen, also die Baubranche ist ja auch ein Klassiker. Die haben Personalmangel, wie fast alle. Und da wäre es halt schön, wenn halt die Leute dann zu mir ins Bauunternehmen kommen. Die bekommen dann ein Training, eine Unterweisung, wie sie sicher halt arbeiten müssen auch, nicht nur können. Dann bleibt der Angestellte auch länger und der wird auch nicht verletzt werden halt. Ja. Okay. Also es ist eine Mitarbeiterbindung, aber auch eine Art Wertschätzung, dass man halt sagt, ey, unser höchstes Ziel ist nicht schnell fertig werden, sondern unser Ziel ist es halt, dass du morgen wieder gesund hier hinkommst. Ja. Ja, also wirklich ein Kulturwandel, der auch ganz oft stattfinden muss. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, quasi, dass das jetzt so deine Passion ist? Also ich kenne das ganz oft, wenn jemand so dafür brennt, dann ist vielleicht auch mal irgendwie in der eigenen Geschichte mal irgendwo mal gearbeitet und da ist was vorgefallen quasi und das war dann so der Auslöser. Mhm. Oder
hast du einfach gesagt, ich finde das Thema so an sich schon so spannend, dass ich da mich so, ich werde nicht sagen reinsteige, aber dass ich mich dafür so motiviere, wie du das tust. Also was war so der Auslöser, dass du quasi gesagt hast, ich werde jetzt zum bestausgebildetsten Sicherheitsingenieur Deutschlands quasi? Das wurde eigentlich im Studium getriggert. Ich habe mal angefangen mit Umweltchemie zu studieren. Da haben wir halt den Umweltaspekt halt kennengelernt und alles, was halt mit Chemikalien oder Umweltschutz zu tun hat. Es gibt ja auch den Spruch, Umweltschutz ist auch immer Artenschutz für den Menschen. Und wenn man halt Umweltschutz betreibt, kommt man automatisch auf die Arbeitssicherheit. Denn also in Verbindung halt mit Umweltschutz, Gefahrstoffen und Arbeitsschutz. So hat es mal angefangen. Das war 2006 gewesen. Inzwischen ist es halt schon knapp 15 Jahre halt her. Und das sind einfach Themen, die ich mich auch selber wohlfühle. Ich verkaufe den Leuten nicht irgendwas, was weiß ich, ein TV oder ein Fernseher, der nach 5 Monaten kaputt geht, sondern wir haben halt eine Dienstleistung, die ist halt sehr wertschätzend und auch wertschöpfend. Das heißt, alle fühlen sich halt gut. Und unser Erfolg misst sich darin, dass wir halt auch komplexe Themen angehen können tatsächlich. Und sowohl halt auf dem Papier, aber auch vor Ort. Wie aber auch in den Unterweisungen merkt man halt einfach, dass wir es einfach ein bisschen anders machen einfach. Ja. Erlebst du das denn tatsächlich noch, dass es auch manchmal Firmen gibt, mit denen du irgendwie in Kontakt kommst? Du hast das im Vorgespräch gesagt, viele Firmen kommen quasi auf euch zu, weil sie von der Berufsgenossenschaft mehr oder weniger dazu gezwungen werden. Erlebst du das manchmal, dass die euch gegenüber dann noch sehr skeptisch sind oder sehen die das dann ein und verstehen den Mehrwert dahinter quasi direkt? Also wie ist so dein Eindruck von den Firmenchefs so in Deutschland? Wie sind die dem Thema gegenüber und euch gegenüber dann ja auch eingestellt? Es gibt beide Seiten tatsächlich, also aus der kurzen Vergangenheit noch hatten wir einen Schlosserbetrieb. Da wurde sozusagen von der BG aufgefordert, die Mängelliste zu beseitigen. War ein 8-Mann-Betrieb, der Geschäftsführer war da super einsichtig, hat sich auch regelmäßig bedankt, dass wir ihm halt helfen. Und er hat für sich erkannt, dass es einen Mehrwert hat. Er hat mir aber auch gesagt, er wollte das schon immer mal machen, hat es aber im Alltagsstress einfach nie geschafft. Jetzt ist er halt durch die BG angestupst worden, um das mal zu machen. Also er hat es halt positiv aufgefasst. Gibt aber auch Unternehmen, die sind dann meistens etwas größer, dann erkennen die den Mehrwert nicht und glauben halt, dass es innerhalb von einem Tag erledigt wäre, dass wir da 5, 6 Dokumente abgeben und dass wir dann halt ein Leben lang wieder Ruhe haben. Es gibt beides halt, aber ich garantiere dir, die Zahlen sprechen dafür, dass Arbeitsschutz immer wichtiger wird. Dafür sinken aber auch die Arbeitsunfälle immer mehr. Das heißt also, der Arbeitsschutz geht halt hoch und die Unfallzahlen steigen tatsächlich. Das kann man einfach sehen. Wir Deutschen haben Tradition im Arbeitsschutz. Das wurde schon im Kaiserreich gemacht und das ist einfach ja nichts Deutsches, aber wir Deutschen haben es halt schon immer sehr, sehr ernst gesehen, den Arbeitsschutz tatsächlich historisch. Ja. Ja. Was ist denn dann so deine Mission quasi, wenn die Arbeitsunfälle jetzt mehr oder weniger aussterben? Ist das so, dass das Endziel quasi, dass es in Deutschland keine tödlichen oder schwer verletzten Arbeitsunfälle mehr gibt? Oder worauf arbeitest du so hin? Was ist so deine Mission quasi oder hast du sowas? Habe ich. Früher die älteren oder der alte Ansatz der Arbeitsschützer war, wir beschäftigen uns mit der Frage, was macht krank, und dem beugen wir vor. Die neuen Arbeitsschützer betrachten die Frage immer noch. Wir stellen uns aber eine Metaebene höher die Frage und wir fragen uns, was macht eigentlich gesund? Und das ist halt, dass wir halt sagen, Leute kommen zur Arbeit und die werden nicht gesünder nach Hause gehen. Wir versuchen das aber, dass die Leute während der Arbeitszeit sogar noch gesünder werden, auch wenn es ein Luftschloss ist. Man sollte es versuchen, einfach die Prävention so hoch anzusetzen, dass wir sagen, die Leute sollen nicht nur nicht krank und sich nicht nur nicht verletzen, sondern sie sollen sogar noch gesünder halt rausgehen. Da fängt es aber auch an, dass wir Arbeitsschützer dann mit dem BGM-Team zusammenarbeiten werden, also betriebliche Gesundheitsmaßnahmen oder betriebliche Gesundheitsförderung. Das wird also enger zusammenwachsen in den nächsten paar Jahren. Ja, okay, alles klar. Wenn man jetzt mehr von dir wissen möchte, du bist auch selber auf Social Media aktiv, wo schaut man am besten rein? Also am allerbesten schaut man auf LinkedIn rein, das ist halt B2B. Wir sind aber auch auf Facebook und genauso auf Instagram. Am einfachsten ist es aber wirklich auch für mich auf LinkedIn, mich zu erreichen tatsächlich. Okay, perfekt. Werden wir alles hier natürlich unter dem Video verlinken. Waren ein paar super spannende Sachen dabei. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, das alles mit uns geteilt hast. Gerne. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.